Also wie Philipp gerade gesagt hat, geht es nochmal zurück in die NS-Zeit, wobei auch nicht so ganz. Also dieses Gebäude hier, es stammt natürlich aus den 70er Jahren, um das geht es jetzt. Es ist ein Gewerbe- und Bürohaus, heute ein Neubau, aber auf diesem Grundstück stand in der NS-Zeit ein Buchgewerbehaus und dort wurden seit 1920 die Produkte des Franz Ehr Verlags in großer Zahl hergestellt. Franz Ehr Verlag war der damals größte Verlag der Welt, unter anderem Herausgeber von Mein Kampf und vom Völkischen Beobachter. Also sowohl 10 Millionen Mein Kampf Exemplare als auch der täglich herauskommende Völkische Beobachter, die Münchner Ausgabe davon, wurde hier gedruckt. Deswegen ist dieser Ort auch eng verbunden natürlich mit dem Aufstieg der NSDAP. Und hier befand sich nicht nur im Hintergebäude die Produktion der entsprechenden Produkte, sondern auch seit 1920 der Sitz der Redaktion des Völkischen Beobachters. Ein, zwei Sätze noch zum Völkischen Beobachter bzw. zu drei Personen, die da eine wichtige Rolle spielten. Hauptschriftleiter seit 1921, also sowas wie Chefredakteur, war der Publizist Dietrich Eckart. Der stirbt bereits 1923, ist aber trotzdem für diese ganz frühe Phase der NSDAP sehr entscheidend. Er prägte nämlich zum Beispiel den Begriff Führer und den Slogan Deutschland erwache, der dann auch später beim Braunen Haus oben stand. War auch ein wichtiger Geldbesorger am Anfang in den 20er Jahren, war sehr gut vernetzt in München. Eckart und Hitler hatten sowieso eine spezielle Beziehung, unter anderem auch durch den Ort Berchtesgaden. Dort floh nämlich Eckart 1923, nachdem er angezeigt wurde und er Friedrich Ebert beleidigt hatte. Und floh dann nach Berchtesgaden, ist dort untergetaucht und wurde dort von Hitler besucht. Dem gefiel es da so gut, dass er sich ein Domizil zulegte, das dann später der berühmte Berghof wurde. Der Chefredakteur nach Dietrich Eckart war Alfred Rosenberg, den erwähne ich nur ganz kurz. Er war sozusagen der Chefideologe, Rassentheoretiker, der Chefideologe der NSDAP. Unter anderem auch Gründer des Kampfbunds für deutsche Kultur, also auch ein ganz wichtiger Name dann auch nach 1933. Und der Besitzer oder der Leiter der Verlagsleiter des Franz Ehr Verlags war Max Amhan, auch ein enger Vertrauter von Adolf Hitler bereits seit dem Hitlerputsch von 1923. Wir sehen auch hier wieder die verschiedenen Netzwerke und personellen Netzwerke, die hier griffen und die hier eine Rolle spielten, auch wenn wir jetzt gleich noch ein paar Schritte weitergehen zur Hausnummer, muss ich jetzt nachschauen, 51. Vorher aber noch ein Satz, was man hier noch erkennt, ist, wenn ich richtig informiert bin, ich habe das zwei, dreimal gehört, aber noch nicht verifizieren können, dieses Gebäude sieht so aus, weil darunter ebenfalls eine Bunkerstruktur liegt, die man beim Neubau in den 70er Jahren irgendwie nicht so einfach freilegen konnte, weshalb man dann einfach um diese Reste des Bunkers herumgebaut hat. Und deswegen ist da so ein komischer Vorbalkon, das nur dazu. Die Lettern übrigens von Mein Kampf, also mit denen Mein Kampf gedruckt wurde, wurden dann in einer bewusst inszenierten Aktion 1945 eingeschmolzen. Und mit diesen Lettern wurde dann die erste Ausgabe der heutigen Süddeutschen Zeitung am 6. Oktober 1945 gedruckt. Als Symbol damals, dass das Alte vergangen ist und dass ein Neues beginnt. Wir gehen weiter zu Hausnummer 51. Im Gebäude hinter uns, genau genommen im Hinterhaus, befand sich nach der Neugründung der NSDAP zwischen 1925 und vor dem Umzug ins Braune Haus, wo heute das NS-Dokumentationszentrum spricht, also im Zeitraum zwischen 1925 und 1930 die Parteizentrale der NSDAP. Vorher gab es eine Parteizentrale im Sternackerbräu im Tal. Dieser Ort ist sozusagen dann auch stark mit dieser Entwicklung, die ich vorhin schon erwähnt habe, verbunden, in der sich die NSDAP von einer Splitterpartei
in den 20er Jahren zu einer Volkspartei, könnte man sagen, entwickelt hat, mit über 20% der Stimmen dann Anfang der 30er Jahre. Und diese Parteizentrale, oder der Grund, warum genau hier die Parteizentrale der NSDAP eröffnet wurde 1925, hängt mit einer Begegnung zusammen in dem Salon Bruckmann, den wir vorhin gesehen haben. Denn in diesem Salon Bruckmann hat Adolf Hitler Heinrich Hoffmann getroffen, der wiederum hier in diesem Gebäude ein Atelier hatte und ihm gesagt hat, hier sind ein paar Gebäude oder Räumlichkeiten zu haben. Und aufgrund dieser Begegnung entstand dann hier die Parteizentrale, sozusagen in direkter Nachbarschaft zum Atelier Heinrich Hoffmann. Heinrich Hoffmann wiederum hatte Hitler im Salon Bruckmann über Dietrich Eckart kennengelernt, angeblich. Ich meine, das sind immer so Geschichten, die man im Nachhinein auch nicht mehr ganz verifizieren kann. Dietrich Eckart haben wir gerade als Hauptschriftleiter dieses, des Völkischen Beobachters kennengelernt. Die personellen Vernetzungen gehen noch weiter. Die Sekretärin von Heinrich Hoffmann war Eva Braun, und die dann später Hitlers Frau wurde. Ein Satz noch zu Heinrich Hoffmann. Viele werden den Namen schon gehört haben. Er war sozusagen ein Pionier der Bildberichterstattung in der damaligen Zeit. Er hatte schon in der Revolution 1918-19 mit einem tendenziösen Blick eines rechten Revolutionsgegners, die diese Revolution bebildert und wurde dann ab 1933 Reichsbildberichterstatter der NSDAP, wie er offiziell hieß, und später dann so eine Art Leibfotograf von Adolf Hitler. In diesen Räumen sind auch einige der berühmten Porträts, einige veröffentlicht, einige weniger veröffentlicht, wie das Porträt, was Sie vielleicht schon mal gesehen haben, mit Hitler in Lederhose, was heutzutage extrem skurril aussieht, wurde nie veröffentlicht, ist hier entstanden. Heinrich Hoffmann hatte ein Monopol auf Hitler-Fotos. Er ist damit auch extrem reich geworden. Im Übrigen auch seine Erben aufgrund der Bildrechte bis heute. Er hatte ein Spruchkammerverfahren, also ein Entartifizierungsverfahren. Nach 1945 wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt, allerdings bereits 1953 entlassen und hat sich zeitlebens eigentlich immer darauf berufen, nur für die Kunst gelebt zu haben. Also sozusagen ein Narrativ, das man dann später auch bei Speer wiedererkennt, was viele der sag ich mal, rechten Künstler, Architekten gleichermaßen vertreten haben in der Zeit nach 1945. Damit wir gleich die Straße runter laufen können. Ja, das ist ein interessantes Zitat. Die Straße ist für die Autos da. 1933, das muss ich jetzt leider bei der Gelegenheit loswerden, hat der Münchner Stadtrat die Parole aufgesetzt, Autos frei für den Verkehr. Das war damals sozusagen der stadtmünchnerische Förderprojekt, oder dahinter stand ein münchnerisches Förderprojekt des Autos, das ja ohnehin in der NS-Zeit sehr stark propagiert wurde, auch auf Reichsebene, auf städtischer Ebene in München hat man verschiedene Versuche dann angetrieben, die Straße einerseits von Fußgängern, andererseits aber auch von der Straßenbahn frei zu räumen, um sie frei fürs Auto, für den Autoverkehr zu machen. Das ist nur eine kleine Nebenanekdote. Vielleicht gehen wir noch 2 Schritte weiter. Wir müssen dann links runter, oder? Ich glaube, wir gehen links runter. Und dann sage ich noch zu diesen gastronomischen 2 Sätze, wenn es noch im Zeitplan ist. Es sind tatsächlich nur 2 Sätze. 3 vielleicht. Also im Sinne des von Florian Post dort plakatierten Slogans Gastro schützen, habe ich jetzt den Platz etwas weiter entfernt von den beiden Orten gewählt, wo ich kurz zu was sagen will. Tatsächlich, weil man ja nicht will, dass heutzutage diese Gaststätten in irgendeiner Art und Weise von rechten Leuten wieder aufgesucht werden. Fakt ist, dass sowohl der Schelling-Saison als auch die Osteria Italiana zeitweise
ja, Stammlokale von Hitler, aber auch von anderen rechten Funktionären in der NS-Zeit und vor allem auch davor in den 20er Jahren gewesen sind. Der Schelling-Salon hat das Glück, sage ich jetzt mal, dass sie Hitler damals Hausverbot gegeben haben, weil er seine Rechnung nicht bezahlt hat und angeblich auch aufgrund seines unangenehmen Auftretens und seiner Hassreden. Ich war, weil meine Studentenzeit jetzt auch schon etwas her ist, schon länger nicht mehr drin, aber ich meine, dass es da auch noch Zeitungsartikel gibt zu dieser Phase. Das heißt, der Schelling-Salon kann ein Stück weit stolz gewesen zu sein, relativ früh schon Hitler Kontra geboten zu haben. Aber vielleicht noch wichtiger ist die Osteria Italiana, die früher Osteria Bavaria hieß und einer der frühesten italienischen Restaurants in München war, bereits ab den 1890er Jahren. Und allerdings nicht gegründet von einem Italiener, sondern von einem Deutschen, der ein großer Italien-Fan war. Und sozusagen diese Verbindung zwischen Italien und München aufmachen wollte, kulinarisch sozusagen unterstützen wollte. Und innen ist diese Osteria, in der es übrigens kein Bier gibt, sondern nur Wein und noch nie Bier gegeben hat, auch noch sehr sozusagen so eingerichtet, wie das auch Anfang des 20. Jahrhunderts der Fall gewesen ist. Und es war eben zeitweise ein Stammlokal von Adolf Hitler, der dort vegetarisch Spaghetti ohne Soße bestellt hat. Was man übrigens nachlesen kann in einem ganz furchtbaren Buch, Hitler, wie ihn keiner kennt, der in der NS-Zeit herausgekommen ist und so eine Art Propagandabroschüre war, um Hitler als vermeintlich normalen Menschen darzustellen. Da sind solcherlei Details manchmal zu lesen, ohne dass man natürlich heutzutage noch sagen kann, ob die wirklich stimmen oder nicht. Auf jeden Fall gab es dort verschiedene Begegnungen. Oskar Maria Graf hat in seinen Memoiren, also Rückblicken muss man dazu sagen, auch beschrieben, wie angeblich sich die Nazis hier sehr schlecht verhalten haben. Man kann sich allerdings gut vorstellen, dass es so gewesen ist und sehr rüpelhaft vorgegangen sind. Ansonsten noch eine Geschichte hierzu, die uns wieder verbindet mit den Aspekten, die wir gerade schon gehört haben. Eine der ersten Skizzen, die Adolf Hitler vom Haus der Deutschen Kunst gemalt hat, hat er angeblich auf der Rückseite der Speisekarte der Osteria Italiana verzeichnet. Das wäre es von mir dazu. Ich glaube, wir können weitergehen. Genug Hitler-Gossip, glaube ich.